Hallo. Ja, was geht ab? Ich kann mit dem Kopf wackeln. Wusste ich gar nicht, dass es auf meinen Controller reagiert bis gerade eben. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dreams. Wir gucken uns heute mehr Dreams an, weil ich darauf Lust habe. Aka, wir traumsurfen etwas weiter. Ich weiß nicht, wollen wir uns einfach hier so ein bisschen durch die beliebtesten erstmal durchkämpfen? Ich glaube, für den Anfang wäre es schon das Coolste, sich so durch die beliebtesten Level durchzukämpfen. Schauen wir uns doch mal die Art-Therapie an. Die Kunsttherapie. Und was hier abgeht. Wir sind auf jeden Fall in einem Museum. Mit sehr einfachen Gemälden. Formen und Farben. Und das sind wirklich Künstler. Artist. We regret to inform you yet again that we will not be displaying your art in our museum. Es hatte ein Intro und es ging darum, dass der Künstler scheinbar nur sehr einfache Formen und Farben gemacht hat und deswegen wurde seine Kunst nicht angenommen. Und scheinbar will er jetzt alles kaputt schlagen, weil er wütend ist. Aber ist ja schon mal süß, dass es ein Intro hatte. Mach so viel wie möglich in 3 Minuten kaputt. Mit 4 kann ich meinen Baseballschläger ausrüsten und mit R1 und R2 zuschlagen. Pass auf Wachen und Touristen auf. Die dürfen den Schläger nicht sehen. Du hast 3 Minuten, viel Spaß. Okay. Kann ich jetzt einfach hier rüber gucken und mal so gucken, ob hier irgendwer ist. Da ist ein Typ. Ja, der geht gerade weg. Dann kann ich es aber wegstecken. Oh, da kommt eine Wache. Ach, ich habe unten links ein Auge. Okay. Und solange das Auge nicht da ist, kann ich aber wie wild auf die Sache einschlagen. Aber es ist... ja, ein nices Minispiel auf jeden Fall. Und die Musik ist natürlich halt auch super. So, ich sehe keine Wache. Heißt, alles wird kaputt gekloppt. Ja, natürlich kritisch, wenn ich entdeckt werde. Aber bisher passt ja alles. Da ist die Wache. Warum schnurrt das Gemälde? Oh, oh. Ah, da hat mich, glaube ich, einer gesehen. So. Der eine ist deutsch. Da. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich Kunst sowieso nicht ab. Ihr same. Warum sind hier Deutsche unterwegs? Hilfe. Okay, ich hatte keiner mehr im Blick. Heißt, ich kann weiter Gemälde kaputt hauen. Auf dem einen Gemälde war eine Katze irgendwie dahinter. Und der schreit auch. Das ist ja richtig cool. Ja, kann man eher so einzelne Teile vom Gemälde runterschlagen. Oh. Guten Tag, Offizier. Officer, ich mach nur Kloppe. Jawohl. So, Katze, jetzt gibt's aufs Maul. Und Maus auch hinterher. Oh, oh. Mich hat jemand gesehen? Sehe ich unten links in dieser Anzeige, die sich füllt. Und mich einfach dann hier so in der Ecke verstecken oder so. Das ist doch keine Kunst, die ich hier sehe. Das ist ja wirklich abscheuderlich. Abscheuderlich, ja. You're currently in violation of at least 3.5 museum policy. I'm sorry. Kann ja eine Wachmann von mir weggehen? Danke. So, ich habe nichts getan. Ich mache nur das Zeug hier aus Versehen kaputt. Und hier leuchtet es ganz schön sehr. Jawohl. Tschüss, Dinosaurier. Wie lange habe ich noch Zeit? 30 Sekunden. Okay. Das kann ich nicht hauen. Dann gehen wir noch schnell in den einen Hauptraum. So, den Ball, da mache ich noch kaputt. So. Was machen Sie denn da? Immer nix. Was machen Sie denn da? Ich mach Kunst. Was hier? Oh Gott, Hilfe! Der Tetris-Block hat mich erdrückt. Das ist ja die reinste Zeitmaschine. Diese deutsche Stimme ist ja richtig cool. 73 Millionen kaputt gemacht. Hey. Ja. Süß. Like. Es muss ja dann jemand Deutsches gemacht haben, wenn es deutsche Stimmen gibt. Alle Mitwirkenden. Können wir ja gucken. Audio. Oh Gott, haben da viele mitgewirkt. Wie viele Leute in einem Spiel zusammenarbeiten müssen, damit sowas entsteht. In den Kommentaren unter dem einen Part, wo ich mal schon ein paar Träume gezeigt habe, waren die sehr
motiviert manche Leute. Und so, ja, ich mach dir ganzes Spiel. Das ist echt aufwendig. Also, müsst ihr echt nicht machen. Aber wenn es mal irgendwie einen lustigen Zombie oder so gibt, gucke ich mir den super gerne an. Ich guck mal, ob sich in 2 Tagen irgendwas ergeben hat. Keine Ergebnisse. Oh. Schade. Das war richtig cool, das Artspiel. So. Ball World Adventure. Habe ich das schon gespielt? Das hat schon ein Like. Das habe ich, glaube ich, in meinem Stream kurz gespielt. Achso, kann ich auch gerne mal kurz erwähnen. Weil, hey, was für ein Stream? Ich habe den Story-Modus von dem Spiel komplett gestreamt. Ja, und da habe ich halt dieses Spiel hier gezeigt. Wo man einfach halt einen kleinen Ball rollt und so, ja, schnell durch die Level kommen muss. Ganz lustig. Ich hätte super gerne Hüpftaste immer noch in dem Spiel. Das wird es, glaube ich, nochmal 10 Stufen besser für mich machen. Aber ich bin ja sowieso schon zu schlecht, um normal durch so ein Level zu rollen. Die Dinger drehen sich, ne? Also ich bin da nicht einfach so runtergerollt. So. Schön gerade und rein da. Gott, irgendwelche Türen, die sich öffnen. Ich sehe nicht mal, wo ich bin. Ah. Da bin ich. Nein. So, diesmal ein bisschen weiter rechts halten. Jawohl. Und weiter links. Jawohl. Und. Ugh. An den komischen Glaspinöpeln vorbei. Hilfe. Da und da und da ist noch eins und da ist noch ein letztes. Und wir haben es geschafft. Checkpoint. So, da über die Platten nach unten. Hätte man da irgendwie hochgekommen? Ach, da gehen wir jetzt hoch. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Abkürzung oder so, aber scheinbar rollen wir da jetzt im Kreis hoch und es wird immer steiler, um Gottes Willen. Ah, wir haben es geschafft. Checkel. So, und jetzt über die Gerade. Natürlich der letzte. Jetzt aber. Okay. Ja. Zwischendurch stehen bleiben ist keine Schande. Und Ziel. Genau. Super cooles Spiel. Hier hat hier irgendwie mehrere Welten. Kann man rumrollen, wenn man möchte. Aber wir gucken uns viele Sachen kurz an. Glaube ich, interessanter als jetzt den ganzen Tag lang Ball zu spielen. Kubrick, was bist du denn? Habe ich noch nicht gespielt. Sogar mit eigenes Title-Screen. Kubrick. Stimmt, das war noch Kubrick. Ah. Ist ja ein Mensch. Ah, so ein 2D-Plattformer. Wenn ich es richtig sehe. Bin ich so winzig? Warum bin ich so winzig? Okay, ich bin der kleine Typ hier. Warte, drücke X zum Schweben. Und danach kann ich... den Würfel drehen. Okay. Und wenn ich schwebe, kann ich den Würfel auch drehen. Ah. So, also, dann drehe ich das... Nein. So hin. Und dann... Wie komme ich hier um die Ecke? Ah, wir drehen einfach die Ecke nach unten. Dann gehe ich jetzt hier ran. Und jetzt drehe ich den Würfel wieder. Und dann bin ich hier. Und dann drehen wir so. Gibt's Fallschaden? Scheinbar nicht. Und dann drehen wir das nach unten. Und jetzt kann ich den Würfel wieder weiter drehen. Zack. Aha. Und da will ich einfach gerade runterfallen. Sie müssen einfach immer gerade runterfallen. Aha. Das ist super cool. Außer, dass der Charakter ein bisschen zu klein für meinen Geschmack ist. Okay. Wer bin ich, dass ich Ansprüche stelle? Durch die Linie durfte ich nicht durchfallen, nehme ich an. So, okay, also jetzt bin ich wieder hier. Ah, jetzt will ich das auf den Kopf drehen. Ah, und die weiße Linie verbindet sich mit der anderen weißen Linie. Und so komme ich in den zweiten Würfel. Dann kann ich hier rüberlaufen in Würfel Nummer 2. Hallo. Oh, mein Ohr leuchtet. Du hast eine neue Fähigkeit gelernt. Halte 4, um den alten Würfel zu kontrollieren. Ah, guck mal. Vielleicht wird das... Oh Gottes Willen, ich will nicht die alten Würfel kontrollieren. Das macht sie nur 100-mal schwerer. Okay, reicht mir als Konzept ein Blick. Ist ja auch super cool, Kubrick. Doch? Sehr nice. So, als letztes gucken wir uns noch Omi-Karte an. Join Omi and his friends. Okay, ist ja wahrscheinlich aber dann so eine Art Mario-Kart. Von Man-Chicken Turtle. So, select your card. Was haben wir denn? Omi? Stanley?
Ach, guck mal, die sind sogar von unterschiedlichen Leuten gemacht. Hier verschiedene Fahrer. Ich nehme mal den Fetten immer so. Ui. Ja, wie cool. Blump. Okay. So ein bisschen die Rennstrecke gezeigt. So ein Diddy Kong Racing angelehnt eher. So wie es so wirkt. X zum Gas geben. Okay. Okay, ich habe eine Taste, um nach hinten zu gucken. Und da haben wir Itemboxen. Drop a giant duck that explodes. Also eine riesige Ente hinlegen, die explodiert, wenn jemand durchfährt. Okay. Das Problem ist, ich bin Vierter. Nochmal eine riesige Ente. Ich tue die mal weg in der Hoffnung, bessere Sachen zu finden. Ich würde gern aufholen und nicht direkt auf dem vierten Platz starten, obwohl ich nichts gemacht habe. Ja gut, ich bin am Anfang einmal kurz durch Wasser gefahren. So. Ah, guck mal, eine Rakete, die Feinde anvisiert. Let's go. Wo ist meine Rakete? Keine Ahnung. Hat niemanden getroffen. Jetzt nochmal. Da. Zack. Ah, ja, ja, die versucht's. Sie hat einen getroffen. Dadurch wurde ich Dritter. Jawohl. Oh, die Itembox habe ich verpasst. Ja, was vermisse ich hier? Musik auf jeden Fall. Ja, Musik fehlt hier auf jeden Fall. Kann das sein, dass sie einfach jetzt leise eingestellt ist, weil es halt immer je nach Spiel unterschiedlich ist. Warte, ich guck mal kurz. Obwohl, das ist gerade hier so spannend. Ich habe einfach selber Musik drüber gelegt. Für euch jetzt. Deswegen nicht wundern. So, da habe ich nochmal eine Entenbombe. Verzieht euch. Erster. Zweite Runde von drei Runden. Oh, zweite Runde geschafft. Ich habe keinen... Mich hat niemand überholt. Spannendes Rennen und so. Jawohl, ich bin noch Erster. Hier, geheime Abkürzung. Durch den Seitentunnel. Spring. Und gib Gas. Gott, das Bild irgendwie Vollgas gegen die Wand geknallt. Guck mal nach hinten. Kein Feind hinter uns. Der Sieg gehört uns. Finish. Der Bär hat gewonnen. Stanley war der Beste. Jo. Okay. Eine Rennstrecke, vier Fahrer. Aber süß. Galaxy Cadet 2000. Das ist hundertprozentig so ein Space Invader Shooter. Warum? Hilfe! Error? Warte, was ist passiert? Hallo? Meine Maschine ist kaputt. Kann ich das hier auch spielen? Das ist einfach ultra der Prank. Das Spiel hat damit gerechnet, dass ich einfach... Hier, kann ich hier spielen? Nee. Was ist das Spiel, wenn es kein... Das ist richtig cool, wenn es mich so geprankt hat. Oh, wir sind Wachtdrohnen. Spielt alle eure Spiele. Ich weiß nicht, ob der mich sehen darf. Ich schleiche einfach mal um den rum. Okay, ich glaube nicht. Wo bin ich? Ich will endlich weg von diesen Videospielen. Verlasst uns jetzt nicht. Und das Blut an der Tür. Und das ist ein kaputter Wächter. Eine Brechstange. Nehme ich die automatisch? Nein. Ich will mich scheinbar nicht wehren. Knopf drücken. Hä? Ich dachte, das ist jetzt einfach so auch so ein Spiel, aber scheinbar ist es ein Stealth-Spiel. Okay, da ist ein Knopf hinter dem. Oh, oh. Okay, die dürfen mich echt nicht sehen. Ich wusste nicht, wie weit die einen sehen. Aber er hat mich bekommen. Ah ja, dann fängt man wieder hier an. So, wenn der jetzt vorbei ist, dann gehen wir schnell in den Gang. Jetzt. Jetzt gehen wir dahinter. So, und jetzt gehen wir dahinter. Ist ja ultra sick. So, jetzt warten wir, bis der vorbei ist. Ah ja, so ist es auch gewollt. Okay. Und dann ist die Tür hier offen und wir können gehen. Ja, ins Lager. Lager der Videospiele. Also ist jetzt echt nur so ein Schleichspiel? Wahrscheinlich. Ich hätte schon gerne mehr Checkpoints.
Wo ist der Knopf? Oh nein. Ja, die Reichweite von denen gefällt mir nicht so. Man kann nicht mal um Ecken gucken, wo sie sind. Weil sie echt am Licht orientieren. Okay. Ja, cool. Besonders, weil das Hauptmenü und die Anzeige hier alles einfach nur ein Prank ist. Und es einfach ein Horrorspiel war. Das ist super cool. Na gut, Leute. Würde ich sagen, haben wir uns ein paar Träume angeguckt. Beim nächsten Mal gehen wir noch weiter durch die Top-Dinger. Sind nicht mehr so viele. Und dann schauen wir uns einfach random Träume an oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer dreamiger Timbelmann.